Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 1 oder auch Dawn of Souls. Wir kommen dem Finale immer näher. Bisherige Bossgegner stellen sich uns in den Weg und ich spüre richtig, wie der Feind vor uns zittert, ja? Okay Leute, wir haben gerade gegen Kali gekämpft, haben uns gehalten ein bisschen und wir haben Geld 999.000. Leck mich am Arsch, ey. Was soll ich mit der ganzen Kohle machen, ey? oh Mann, ey. So. So, Wasserelementar. Da reicht einfach, denke ich mal, ein Blitz, wa? Ja, zum Zack, weg damit. Was? Das haben die überlebt? Okay. Stärker als ich dachte. Hier lang. Ui. Das sind viele. Da brauche ich Blitzger. Gut, dass wir die ganzen Offensivzauber haben. Aber die setzen uns ganz schön zu, seht ihr das? Gerade eben noch gehalten, das ist jetzt alles futsch. Oh Mann, ey, ich bin so nervös. Das Finale steht kurz bevor. Hammerhart. Vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen heilen. Ups. Und Äther. Boah. Oni muss da ordentlich hier was machen. Boah. Blitzger. So. Lass die nicht angreifen. Wir müssen die erledigen. Vorher. Jawohl. Aua. Ah, ah, ah. Scheiße, ey. Ich krieg voll den Krampf gerade in den Füßen. Oh, wie ekelhaft. Oh, Mann. Ja, fuck ab. Das sind so viele. Das ist unglaublich. Komm, Oni. Jawohl. Drei Steinplatten. Irgendwas habe ich darüber gelesen. Ach, natürlich kommen dann direkt die Gegner. Wenn Onibus direkt angreifen könnte, das wäre super. Ist da was drauf? Ne, natürlich nicht. Ich dachte gerade schon, jetzt kommt ein Kampf oder so. oh Mann. Ups, boah, ich hätte fast Feuer genommen, ey. Das wäre natürlich voll der K.O. gewesen für mich. So, nach Osten. Mehr weiß ich auch nicht. Und da ist Aquadon, der auf die Uhr schaut, weil er in Eile ist. Der ist natürlich ein bisschen härter, deswegen. Protera auf uns alle. Und. Passt doch gut. Natürlich direkt super gewirkt. So, und dann noch. Wo ist Mumm? Mumm ist, wenn man es macht. Wow! Impa fast erledigt, ey. Du kriegst mal voll das Blitzger ab. Das hat nicht gewirkt, super. Und das war's auch schon für Aquadon. Ja! Puh. Und die nächste Stiege und der Chaos-Tempel. Oh. Gut. Heilen wir uns nochmal. Jack hat die volle Energie erreicht. Okay. Okay, dann nehme ich wieder mal High Potion. Gut. Was ich jetzt noch weiß, wir könnten nach direkt in den Osten gehen. Glaube ich jedenfalls. Dann kommen wir direkt wieder raus. Aber wir müssen eine Waffe finden, die die beste im Spiel ist, ja? Jetzt müssen wir nach Süden. Süden. Osten.
stark wir sind, ey. Hammergeil. Wir sind jetzt auf Level 66. Wow. Osten? Südosten? Da. Und schon sind wir da. Nosferatu, wie geil! Ja, ich kann nur schon mal schmunzeln. Und der Eisengolem kommt auch nochmal. Interessant. Und da ist der Raum. Der Raum, den wir betreten müssen. Und die Gegner sind stark, ey. Diese Gegner sind wirklich stark. Da waren die anderen Passagen nichts gegen. Und da ist es. Masamune. Wer kennt's? Sephiroth aus Final Fantasy VII hat diese Waffe benutzt. Und die soll die härteste im Spiel sein. Und die kann jeder tragen. Jeder. Wobei Oni, ja, ich brauche eigentlich gar keinen so richtig. Deswegen gebe ich Jack. Das stärkste alle Schwerter. Da habt ihr es. Müssen wir nur den Weg zurückfinden. Die mache ich mal schön Feuer weg. Und dann haben wir es auch schon. Da gleich kommt noch Tiamat. Einfach mal ein Feuerrad, das muss reichen. Jetzt teilt er auch fast 1000 aus. Jack, hammergeil. Und die kriegen immer wieder neues Level. Wahnsinn. Wow. Der Sehenschinder. Der Sehenschinder. Jetzt richtig so. Gut. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Ganz ehrlich. So, ah ja, genau. So, jetzt geht's. Ist klar. Items, Ether. Ach, das war unnötig. Vergeudet, vergeudet! Gut. Oh Mann, Mann, Mann. Direkt östlich. Ja, Tiamat! Okay. Und hast. Greif an. Flair! Das war's noch nicht. Wie die alle verschwinden. Das hat echt geholfen. Geil. Und das war's! Ja, Mann! Tiamat ist auch erledigt. Oh. Die letzte Stiege. Der Chaos-Tempel. Oh, Mann. Volle Heilung brauchen wir jetzt. Oh, ich bin so gespannt. Wow. Ballern wir alles rein. Ich muss kurz was trinken, Leute. Einen Augenblick.
Ja, Leute. Blase ist geleert. Kehle ist befeuchtet. Wir legen los. Der letzte Bossgegner. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Wo ist der? Da in dem Raum. Und erkennt ihr ihn noch? Es ist niemand anderes als Garland. Erinnert ihr euch an mich? An den größten Ritter aller Zeiten? Ich bin es, Garland! In einer fernen Zukunft ist es euch gelungen, mich zu überrumpeln. Doch 2000 Jahre sollen noch ins Land ziehen, bis es soweit ist. Unser letzter Kampf ging zu euren Gunsten aus und ich sah mein Leben verwirkt. Doch 4 mysteriöse Kräfte retteten mich und ich unternahm eine Zeitreise. Und als ich ankam an diesen Ort, den nun auch ihr betreten habt, schickte ich die 4 Chaose in die Zukunft. Und ich bediente mich der 4 mysteriösen Kräfte, die mir schon einmal halfen, und holte mein sterbendes Ich zurück in die Vergangenheit. 2000 Jahre später werde ich all meine Erinnerungen verloren haben. Oh, du Heiliger. Doch der Strudel der Zeit, der nie endende Zeitspirale, wird es mir ermöglichen, mich in der Zukunft wieder vor dem Untergang zu bewahren. Ihr werdet in dieser Vergangenheit für immer sterben und ich für immer leben. In dem von mir geschaffenen Zeitstrom der Unendlichkeit. Chaos. Gut. Gut, das kriegt direkt Feuerbrunst. Der hat die heftigsten Elementarattacken drauf. Ihr seht? Exal. Mumm. So. Items. Dann setze ich mal das auf ihn ein und Hast auf ihn. Eisgar. Alter. Ihr seht's? Heftige Scheiße. Exal. Und Mumm auf Jack. Wasser, eine Wasserattacke, wisst ihr? Ich dachte schon, die werden alle tot. Alter. Habe ich nicht irgendwelche Items, die mir voll helfen? Kraft, um steigern Angriff die Angriffskraft. Irgendwas, was meine ganze Gruppe heilt? Nee. Pythaga auf. Du heilst dich mal mit Item. Wie, Brutus ist erledigt. Was soll die Scheiße? Du Wichser. Und nochmal Protera auf alle. Und ein Item X-Potion auf Jack.
Jawohl. Okay, so langsam muss es doch helfen. Irgendwas. Nee. Ich mach weiter heilen. Das ist unerlässlich. Oh mein Gott. Vielleicht mache ich sogar mal den Krafttrunk. Hat nicht geholfen, die Wichser. Aber der hat extrem viel. Gut, jetzt ist Oni dran. Und Krafttrunk auf Jack. Ja, klar. Heftige Scheiße. Heftige Scheiße, Erzengel. Wie viel hält er denn noch aus, ey? Heftige Scheiße. Gut. Nochmal Protera. Und Mumm. Boah, Alter. Hoffentlich habe ich noch Itaga auf Brutus einzusetzen. Das war so klar. Ich hab's geschafft! What the fuck? What the fuck? Alter, Chaos ist besiegt. Boah. Alter, ist das heftig. Und es kehrt Frieden ins Land. Die aus den Fugen geratene Zeit hat wieder in ihre Bahnen gefunden. Das war sein Text. Ist ernsthaft? Nee. Das Band, das Vergangenheit und Zukunft unmittelbar zusammenführte, ist nun endlich getrennt. Das war eigentlich nicht schlimm, oder? Der über 2000 Jahre andauernde Kampf zwischen Gut und Böse ist vorüber. Ja, denkst du. Warten wir ab, was Final Fantasy 2 bringt, wa? Das gleißende Schutzlicht der Kristalle hat sich einmal mehr über diese Welt gelegt und Wind, Wasser, Erde und Feuer wieder aufleben lassen. Und das war jetzt wirklich nicht mehr. Ein belangloses Missverständnis schürte in Galans Herzen einen über 2000 Jahre währenden Hass. Währenden Hass, Entschuldigung. Als sein von Hass erfülltes Herz auf die natürliche Kraft der vier Kristalle traf, nahm das Schicksal seinen Lauf. Die Chaose waren geboren und Monster erwachten zum Leben. Erzähl dir jetzt nochmal die ganze Geschichte oder was? Doch auch diese finstere Zeit wird nun einer hellen Zukunft weichen. Und in Final Fantasy 2 geht diese Zukunft auch wieder zugrunde. Das Gleichgewicht scheint wiederhergestellt. Scheint aber auch nur. Wenn noch 14 Final Fantasies folgen, kein Wunder. Die vier Gefährten werden ein weiteres Mal durch die Zeit reisen. Doch dieses Mal werden sie in einer Welt ankommen, die sie gut kennen. Ihre Heimatwelt. Auch Prinzessin Sela und die Königin werden auf unsere vier Gefährten warten. Und auch Garland. Achso, ich verstehe. Es beginnt also wieder von neuem. Eine Zeit voller Unruhen, an deren Anfang sich nur noch die wenigsten erinnern werden. Die Zeit geriet aus den Fugen und verband Vergangenheit und Zukunft. Vier Gefährten, entschlossen und mutig, befreiten diese Welt von ihrer Dunkelheit und brachten das Licht zurück, welches alles Leben mit Glück und Freude erfüllt. Doch die Erinnerungen an diese vergangenen Geschehnisse
scheinen bereits zu verblassen. Denn nun gehört Vergangenes tatsächlich der Vergangenheit an. Wer hätte es gedacht? Der Strom der Zeit ist in seine Bahn gelenkt worden. Aha. Sorry Leute, aber jetzt echt, ey. In Vergessenheit geraten werden die vier Gefährten und ihre Heldentaten nie. Sie werden weiterleben in Erzählungen und Märchen. Echt? Wird das im folgenden Final Fantasy nochmal vorkommen? Ich glaube nicht. Zwerge, Elfen, ja sogar Drachen und Himmelsmenschen werden ihren Nachkommen von den wagemutigen Kämpfern des Lichtes erzählen. Ihre Ankunft aus der Vergangenheit steht kurz bevor. Die Erinnerungen an die unzähligen Gefahren und Abenteuer, die sie erlebten und gemeinsam bestritten, sind tief in ihren Herzen verborgen. Von nun an werden sie ihrer Wege gehen, doch sie werden wachsam sein. Es darf nicht vergessen werden, dass die Kräfte der Kristalle stets dem Guten dienen müssen. Die Kraft des Lichtes darf nicht von der Dunkelheit überschattet werden. Gut, haben wir es langsam. Alter, was für ein Abspann. Vergessen werden darf auch nicht, dass der hellste Strahl aus deinem Herzen ausstrahlt. Sorry, Leute, echt mal. Ach, das war's jetzt mal. Oh mein Gott, ey. Schließlich hast du den 2000 Jahre andauernden Kampf beendet. Wer hätte es gedacht? Danke. Vögelchen! Final Fantasy. Produktionsleitung Yoichi Wada. Ja, Leute. Das war Final Fantasy 1 oder auch Dawn of Souls. Ein geiles Let's Play, muss ich wirklich sagen. Hat mir viel Spaß gemacht. Final Fantasy 1 2 auch durchzocken werde, das ja mit Dawn of Souls im Pack zusammen ist. Oh, die Meerjungfrauen. Ist eine andere Frage, aber grundsätzlich hat das Let's Play mir schon gut gefallen. Muss aber noch schauen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Macht nochmal ein Like oder einen Kommentar unter dieses Video, wie es euch gefallen hat. Und ja, ich hoffe, es hat euch begeistert. Mich hat es jedenfalls. Und dann sehen wir uns zum nächsten Let's Play wieder, Leute, oder? Ich lasse nochmal jetzt die Credits laufen. Ja. Und dann sehen wir uns zum nächsten Let's Play. Also dann, Leute. Bis dann. Und ciao.